Gute Stimmung herrschte am 29. Mai beim Tourismusausschuss der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Die Unternehmerinnen und Unternehmer waren nach Burg gekommen. Ihr Ziel war die Landesgartenschau, die seit dem 21. April geöffnet hat. Über 100.000 Besucher haben sich die Parks und Gärten schon angeschaut. Jetzt war auch der Tourismusausschuss dran, aber erst nach einer offiziellen Begrüßung, unter anderem durch den Burger Bürgermeister Jörg Rehbaum. Er betonte, welch großen Anteil die Wirtschaft am Entstehen der Lager hat. Die Wirtschaft hat bei der Entstehung dieser Landesgartenschau sehr viel Weitsicht gezeigt und einen sehr hohen Anteil daran. Wir haben nämlich die komplette Machbarkeitsstudie, die man erarbeiten muss, um sich überhaupt bewerben zu können, von der Wirtschaft gefördert bekommen. Das haben die ja nicht aus Jux und Dallerei gemacht, sondern die haben sehr klar vor Augen gehabt, dass das eine Riesenentwicklungschance ist für die Stadt Burg, die dazu beitragen kann, dass es nicht nur eine tolle Gartenschau wird, dass es nicht nur viele Touristen gibt, die hierher kommen, sondern dass auch junge Familien zum Beispiel sich hier in dieser Stadt wieder wohler fühlen und dadurch automatisch junge Facharbeiter generiert werden und vieles mehr. Und da sind wir der Wirtschaft sehr dankbar für und arbeiten gern gemeinsam weiter an diesem Ziel. Dann ging es mit der Bimmelbahn los zum Rundgang. Erste Station war der Flickschuhpark. Hier erwartet die Besucher nicht nur einer der für die Lager entworfenen Infotürme, sondern vielmehr der zum Park gehörende Flickschuhteich. Auch Themengärten, gestaltet unter anderem durch die Hochschule Anhalt, finden sich hier. Neben Natur- und Spielplätzen wartet die Lager auch mit zahlreichen Veranstaltungen auf und lockt so Besucher auch nach Magdeburg. Als Touristiker ist diese Landesgartenschau ein Gewinn für die ganze Region. Es ist nicht nur in Burg selber, sondern eben auch Auswirkungen bis Magdeburg. Burg selber hat unwahrscheinlich viel dazugewonnen von der Infrastruktur, von den ganzen Straßen und auch von den Parks. Aber diese Gartenschau mit ihren doch relativ vielen Besuchern für so eine Kleinstadt hat eben Auswirkungen auch im Übernachtungsbereich in Magdeburg. Und daher denke ich, ist das insgesamt ein Zugewinn. Allgemein setzt die Lager neben der Natur auch auf Nachhaltigkeit. An einigen Stationen kann man sich zum Thema informieren und auch die Parks selbst sind, beispielsweise mit autonomen Beregnungsanlagen, nachhaltig angelegt. Dabei konzentrierte man sich nicht nur auf einen Park, sondern gleich auf drei. Das war unser Konzept von Anfang an, die Altstadt der Stadt Burg einzubinden. Unsere Parkanlagen liegen an den Polen. Wir haben einen ganz tollen Weinberg mitten in der Altstadt von Burg. Und das wollten wir miteinander verknüpfen. Wir haben also nicht nur eine Landesgartenschau, sondern wir haben eine Stadtschau. Und da sind wir ganz stolz. Wir wollen präsentieren, was Burg zu bieten hat und wollen vielleicht auch den einen oder anderen überraschen. Mit der Perspektive auf eine Aufnahme in das Netzwerk Gartenträume und der Involvierung bei der Straße der Romanik und beim Blauen Band steht Burg eigentlich ganz gut da. Auch wenn die Stadt wohl nie zu einer Touristenhochburg wird, verstecken muss sie sich nicht. Unser Wunsch oder mein Wunsch ist auch, dass die Burger ein Stück weit stolz auf das werden, was insgesamt Burg in den letzten 20 Jahren geschafft hat. Und ich glaube, da sind wir so ein Stück weit auch auf dem Weg. Und die auswärtigen Besucher bestätigen uns eigentlich, dass unser Konzept, so wie wir es angelegt haben, auch aufgeht. Bis zum 7. Oktober hat die Lager noch geöffnet. Wer sich weiter informieren möchte, kann das im Internet unter www.landesgartenschau-burg-2018.de.